Bist du auf der Suche nach jemandem, der dir den Begriff der Hermeneutik einfach erklärt? Dann schneide ich jetzt an, denn es wird ein bisschen philosophisch. In diesem Video bekommst du in weniger als 10 Minuten einen Überblick zu den folgenden drei Dingen. Was ist die Theorie bzw. Philosophie hinter dem Begriff Hermeneutik? Wozu ist der hermeneutische Zirkel zu gebrauchen? Und wer sind die wichtigsten Denker der Hermeneutik, die du auf jeden Fall mal gehört haben solltest? Wenn du also auf der Suche nach einem schnellen und schmerzlosen Überblick zu diesem Thema bist, dann bleib dran. Nach dem Video wirst du zumindest ein kleines Müh schlauer sein als zuvor. Quellenangaben und weiterführende Literatur findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Was ist Hermeneutik? Sie ist die Kunst des methodisch geleiteten Verstehens. Die Hermeneutik hilft dabei, übergeordnete Sinnstrukturen des menschlichen Lebens und Handelns zu verstehen. Sie setzt sich dabei vor allem mit Texten auseinander, denn diese sind ein möglicher Zugang zu diesen Sinnstrukturen. Das ist insbesondere in den Geisteswissenschaften der Fall. Doch die Bedeutung der Hermeneutik reicht heute weit über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus. Es geht also grob um das Interpretieren von Texten oder anderen Symbolen, aber auch um das Interpretieren des Interpretierens selbst. Also um die Frage, wie wir das soziale Leben um uns herum als Forschende besser verstehen können. Die Hermeneutik kann dabei eine Art Hilfswissenschaft für alle möglichen Disziplinen sein. Wenn eine Theologin die Bibel verstehen möchte, ein Jurist die Gesetzgebung oder eine Pädagogin die Jugendsprache. In all diesen Fällen braucht es eine Anleitung zum Interpretieren. Bist du noch da? Ich hoffe doch. Gleich wird es etwas handfester. Halte durch. Der Philosoph Hans-Georg Gadamer geht einen Schritt weiter und begreift Hermeneutik eben nicht nur als ein Hilfswerkzeug zur Interpretation, sondern als einen Prozess, der etwas weitaus Grundlegenderes berührt. Im philosophischen Sinn kann sich die Hermeneutik also auch damit befassen, wie sich Menschen oder sogar ganze Völker gegenseitig verstehen. Für Gadamers Lehrer Martin Heidegger war bereits klar, dass die Hermeneutik ein Grundprinzip des menschlichen Daseins darstellt. Also, dass wir Menschen ununterbrochen dem Verstehen nachgehen und das Dasein selbst verstehen bedeutet. Gadamer hat dann besonders die Rolle der Sprache für die Hermeneutik hervorgehoben. Für ihn hängt Verstehen immer mit Sprache zusammen. Von ihm stammt auch die aus meiner Sicht schönste Metapher, um Hermeneutik besser zu verstehen. Und zwar beschreibt er die Hermeneutik als ein nie endendes Gespräch. Oder auch das unendliche Gespräch. Bleiben wir bei dem einfachen Beispiel, dass du eine forschende Person auf der Suche nach Sinnstrukturen bist und dein Datenmaterial ein Text ist. Stell dir vor, du bist du und der Text ist dein Gegenüber. Die Metapher vom unendlichen Gespräch besagt nun, dass du deinem Gegenüber, also dem Text, mit einer offenen Einstellung gegenübertrittst. Du hast ein gewisses Vorwissen, welches du aufs Spiel setzt. Du bist aber offen dafür, dass die Annahmen, mit denen du ins Gespräch gegangen bist, eventuell durch andere ersetzt werden, je nachdem, was du durch das Gespräch lernst. Das Gespräch ist unendlich, weil die Hermeneutik diese Abgleichung von Vorwissen und neuem Wissen immer wieder wiederholt. Dieses wichtige Grundprinzip schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Ein weiteres bekanntes Bild von Gadamer ist der Horizont. Er steht für die Sinnstruktur und das Wissen, dem wir ausgesetzt sind. Zum Beispiel die Geschichte. Der Horizont wirkt auf uns, wenn wir Neues verstehen wollen, und er bietet uns eine Orientierung. Bevor wir nun zum hermeneutischen Zirkel kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@schreib.de für einen exklusiven Gutscheincode. Der hermeneutische Zirkel. Nachdem wir bei Gadamer die ontologischen Überlegungen zur Hermeneutik kennengelernt haben, schauen wir uns nun an, wie sich das Prinzip auf wissenschaftliche Methoden übertragen lässt. Falls du mein Tutorial zur qualitativen Inhaltsanalyse nach Cookhart schon kennst, dann wird dir das bekannt vorkommen.
In seinem Vorgehen beschreibt Kuckertz die Inhaltsanalyse als hermeneutischen Prozess und stellt dazu diese Abbildung bereit. Damit möchte er deutlich machen, dass die Analyse nicht sequenziell von Anfang bis Ende abläuft, sondern dass der Prozess dynamisch ist. Du kannst jederzeit von der Analyse zur Forschungsfrage zurückkehren oder von der Ergebnisdarstellung zur Kategorienbildung. Dieses Vorgehen basiert im Grunde auf dem hermeneutischen Zirkel. Dieser sieht vor, dass man sich in Spiralbewegungen zwischen Vorverständnis und Textverständnis hin und her bewegt. So wie im unendlichen Gespräch von Gadamer. Das Prinzip wird in diesem Zitat von Jürgen Bolten besonders deutlich. Ein Text verstehen heißt demzufolge, Merkmale der Textstruktur bzw. des Inhaltes und der Textproduktion unter Einbeziehung der Text- und Rezeptionsgeschichte sowie der Reflexion des eigenen Interpretationsstandpunktes im Sinne eines wechselseitigen Begründungsverhältnisses zu begreifen. Dass es dabei weder falsche noch richtige, sondern allenfalls mehr oder minder angemessene Interpretationen geben kann, folgt aus der Geschichtlichkeit der Verstehenskonstituenten und der damit zusammenhängenden Unabschließbarkeit der hermeneutischen Spirale. Der Spiralbewegung entsprechend unterliegt die Interpretation hinsichtlich ihrer Hypothesenbildung diesbezüglich einem Mechanismus der Selbstkorrektur. Was dabei noch wichtig zu erwähnen ist, ist das Verhältnis zwischen Einzelnem und Ganzem. Die Hermeneutik vertritt den Standpunkt, dass sich das Ganze aus dem Einzelnen heraus verstehen lässt. Wenn ich also eine Textstelle habe, schließe ich daraus, was insgesamt für eine Sinnstruktur hinter dem Gesamtwerk liegt. Spätestens jetzt müsste dir klar werden, wovon wir hier sprechen. Der Induktion. Diese kennst du vielleicht von der induktiven Kategorienbildung bei der Inhaltsanalyse oder dem offenen Kodieren bei der Grounded Theory. Probleme der Hermeneutik. Das induktive Schlussfolgern, aber auch die Unendlichkeit des hermeneutischen Ansatzes können zu Problemen führen. Das wohl bekannteste Problem in der Historie der Hermeneutik dreht sich um die Interpretation der Bibel. Hier trat ein besonderer Fall auf, nämlich dass die Bibel von verschiedenen Autoren und zu verschiedenen Zeitpunkten und kulturellen Epochen verfasst wurde. Wenn man nun aber die Bibel als Gesamtwerk versteht und von einzelnen Teilen auf das Ganze schließt, dann wird es ein bisschen tricky. Ich verlinke dir unter dem Video einen Artikel zum hermeneutischen Zirkel, der dieses Problem besser beschreibt, als ich es kann. Das zweite Problem der Hermeneutik und des Zirkels ist die Unendlichkeit. Denn wenn das Wissen nie wirklich als abgeschlossen angesehen werden kann, dann herrscht immer eine gewisse Vorläufigkeit. Wir können nie zu eindeutigen Aussagen kommen, sondern müssen alles unter Vorbehalt betrachten. Das kann unter Umständen unbefriedigend sein. Wenn du jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, findest du ein paar Leseempfehlungen und einen hörenswerten Podcast unter dem Video verlinkt. Viel Spaß!